Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Death Door. Und in der letzten Folge haben wir die Urgroßmutter, die Oma, besiegt. Und ja, jetzt müssen wir uns natürlich auch die anderen beiden Seelen noch besorgen. Die kann man ja hier sehen. Es fehlt uns, also die Oma-Seele haben wir. Es fehlen uns diese beiden noch. Dafür müssen wir natürlich, glaube ich, zurück zu dem Bereich, wo wir das erste Mal waren. Norden, Süden, Osten, Westen. So. Jetzt sind hier aber längst, hier waren wir noch gar nicht. Mal gucken, was wir hier machen können. Ja, guck mal. Hier gibt es auch noch was zu kaufen. Nicht schlecht, nehmen wir mit. Was ist das? Du hast das Maßgabgestreue Modell eines antiken Schnittertür gefunden. Es hat keine Funktion und wurde vermutlich vor langer Zeit als Muster für die Türen angefertigt. Na. Dies scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein. Mein Kollege ist von einer Routinemission nicht zurückgekehrt. Ich habe versucht, durch seine Tür zu gelangen, um nach ihm zu sehen, aber sie war komplett versiegelt. Offenbar auf Anweisung des höchsten Führungsebene. Ich habe eine Anfrage bei der Hauptverwaltung erreicht, aber dort wurde mir beschieden, das sei ein normaler Vorgang und der Fall sei abgeschlossen. Immer noch nichts von meinem Kollegen. Als wir das letzte Mal zusammen zu Mittag aßen, erzählte er, sei eine mächtige Hexe zugewiesen worden, um ihre Forschung dabei zu assistieren. Er sagte, anfangs hätte er sich Sorgen gemacht, aber dann stellte sich heraus, dass es sich um eine sehr nette alte Dame handelte. Ich frage mich, ob sie wohl etwas mit der Abregelung zu tun hat. Ich hoffe, es geht ihm gut. Da wissen wir schon mehr. Nett war sie, aber auch sehr gemein. So, uns fehlen noch ein paar Pünktchen, um überhaupt weiterzukommen mit dem anderen Bereich. So, also hier geht es nicht weiter. Wir müssen also zurück, glaube ich, in den Bereich, wo wir halt zu unseren Türen kommen, ne? Da geht's da. Muss ja hier oben gewesen sein, ne? Verlorener Friedhof, was ist das hier? Der Seelenhain. Seelen? Ist aber zum Seelenhain? Oder zum Friedhof? Okay, ich glaube, wir sind zum Friedhof. Aufenthaltsort der Auftragsseele, okay. Okay. Wir gehen nochmal hier unten rein. Ich glaube, hier lenkt es mal. Na? Ja, genau. Wir müssen mal gucken, ob wir das finden hier. So, der hat uns ja immer gesagt, wo wir hin sollen. Ich frag den nochmal, vielleicht kann er uns nochmal einen Tipp geben, wo wir jetzt hin sollen. Obwohl ich glaube, wir können mit dem Feuer jetzt schon wissen, wo wir genau hin sollen, denn es gibt bestimmt irgendeine Stelle, die wir nur mit unserem Feuerschuss öffnen können, wie dieses hier zum Beispiel. Boom! So, was sagt das Schild? Oh. Nein, schaut euch das an! Das habe ich kaputt gehauen, jetzt kann ich nicht mehr lesen. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Okay, lass uns nochmal hier links gehen, denn, weil die können wir ja aufmachen. Das heißt, der Bereich müsste ja dann neu sein für uns. Ich das Schild und dann zeigen sie auch nur halb an. Das ist schon eine witzige Idee. Flatter, flatter. Oh, da gibt es auch eine Seele. Oder Seelen. Hier haben wir hoch. Noch ein Schildchen, wahrscheinlich um abkürzungsmäßig da oben links zu kommen. Ja. Da waren wir aber schon. Mir fehlt immer noch eine Karte. Mir fehlt immer noch irgendwie eine Karte. Oder waren wir da schon? Ich bin noch drin. Das sind so Beam, da kommen wir jetzt nicht hin. Okay, aber das sind so. Ich glaube, man kann die irgendwie aktivieren. Noch können wir sie nicht aktivieren. Aber es wird noch kommen, wo wir es können. Wann es denn soweit ist, weiß ich nicht. Okay, mein Fahrstuhl. Gut, da haben wir jetzt nicht gegen, dann lesen es nur. Hier geht's zur überwuchten Ruine. Okay. Das ist dann unser nächster Zielort. Ah, warte mal. Kann ich vielleicht das Ding von hier abmachen? Ach, guck mal, wie süß. Wie süß ist er denn? Ist das ein Hai? Nee. Ach, guck mal, jetzt können wir einsteigen. Wie cool ist das denn? Hallo? Das ist wirklich cool gemacht. Ah, sehr cool gemacht. Super lustig. Das ganze Spiel ist sehr gut gemacht. Also, da bleibe ich hängen. Also besser als bei Skyward Sword, wo ich aufgegeben habe. Dazu kommt noch ein kleines Video mal, warum ich das aufgegeben habe, weil ich es einfach
echt scheiße finde. Aber das ist eine andere Sache. Geschmackssache, ne? Sagt man Geschmackssache. Wir gehen dann hier längs. In den Sumpf können wir garantiert nicht rein. Ich bin hier. Das Voodoo-Tor geht auf. Und hier ist auch mal eine ganz andere Umgebung, ne? So ein bisschen überwucht östlich der Tür. Okay. Gut, haben wir schon mal. Hier machen wir kurz auf. Denn dann haben wir schon mal hier ein. Oh. Ah, okay. Zwei Schläge und sie ist Humps. Da ist schon wieder ein, das wir irgendwie einsammeln können. Was? Ach, okay. Gibt es hier irgendwo einen Weg? Da geht's runter. Da oben ist auch irgendwas. Hier geht's hier runter. Oh. Was macht er denn da? Okay, da müssen wir schon aufpassen. Die hüpfen was anders. Da kommen wir gar nicht. Da komme ich ja gar nicht hin. Vier Schläge. Oh. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Können wir das Waffen benutzen? Hier können wir leider nicht durch. Aber können wir hier durch mit unserem Feuerschutz? Okay, guck mal, okay. Warte mal. Jetzt weiß ich auch was. Ich könnte auch garantiert. Ja, hab ich auch gedacht. Und hier irgendwie Abkürzung freischießen kann. Aber wie kriegen wir das freigeschossen, ist die Frage, ne? Geht wahrscheinlich gar nicht. Wir müssten sie einen hinterherlaufen, aber das tun die ja nicht. Und so weit schießt er nicht, ne? Ja, ich glaube nicht. Okay. Hier drüben auch nicht so eine Pflanze, oder? Nee, okay. Oder hier eine Pflanze? Nee. Na gut. Wir gehen nochmal kurz. Warte, ich muss noch kurz mit zurückgehen. Ganz kurz. Natürlich sehr viel, was man hier erforschen kann. Was cool ist, aber ist auch ein recht großes Gebiet. Also müssen wir mal schauen. Wie kommen wir denn an dieses Ding da oben ran? Weiß man noch nicht. Finden wir schon noch raus. Ich glaube, wir finden noch eine Fähigkeit, womit wir die Mauern auch selber zerstören können. Aber das dauert wohl noch. Erstmal geht's hier weiter. Noch eine Seele, Mann! Oder Seelen. Naja. Die Dinger. Okay, warte mal, pflanzen mal kurz was, dann können wir ein bisschen leben. Okay. Schlüssel haben wir auch. Sehr gut, gehen wir gleich hier durch. Ja, hier geht's nicht weiter, okay. Wow. Äffchen. Okay, das geht auf, aber jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also hier kommen wir hier durch? Können wir hier durchlaufen? Ja, okay. Mir geht auch gleich ein, okay. Gut. Hier sind wir gekommen. Gibt's eigentlich noch diesen Weg hier, ne? Aber warte mal.
beeilen hier. Okay, wie soll man denn das? Ach doch, warte mal. Kann man die vielleicht auch mit der Waffe abschießen hier? Ah, guck mal. Muss man weiter wegmachen. Ah, ist gut. Perfekt. Aber das ist doch auch von unten. So. Dass man nicht springen kann, ist natürlich ein Element des Spiels, aber ist irgendwie schade. Ja. Gut, gehen wir hier mal links. Hier runter. Hier geht's zur Waldsiedlung, okay. Genau da wollte ich hin. Zur legendären Waldsiedlung. Oh. Wie kann man den einfach kriegen? Ah, okay, warte, dann weiß ich wie. Schieß mal was auf mich. Okay. Hab ich mir schon gedacht. Das ist die Waldsiedlung, würde ich sagen. Hallöchen. Wir haben früher in der Felisen gespielt, aber der Wald hat sie versiegelt. Warum das? Der Froschkönig hat sich auf meinen Bruder gesetzt und dann war sein Inneres plötzlich außen. Ja, das ist nicht schön. Hallo, du Federtyp, ich höre nicht gut, du musst schon lauter reden. Ah, der König. Waldmutter, deine Sorte habe ich in diesem Land schon seit ewigen Zeit nicht mehr gesehen. Du möchtest sicher deine Freunde in den Tiefen unter uns besuchen. Es tut mir leid, aber der Wald selbst hat vor vielen Monaten die Tore zum Verlies versiegelt, damit wir in Sicherheit sind. Ich könnte mit ihm reden und ihn vielleicht dazu bringen, dass er die Tore für dich öffnet. Aber wir unterhalten uns durch Gesang und leider geht das jetzt nicht. Ich habe nämlich meinen Zauberhorn verloren. Ich habe es im alten Lager im Norden zurückgelassen. Leider haben uns die Schergen des Froschkönigs von dort vertrieben. Wenn du es mir wiederbringst, kann ich dir bestimmt auf deiner Reise weiterhelfen. Das tun wir. Wäre auch zu einfach gewesen, aber wir können auch mal hier reingehen. Sehen, ne? Du willst helfen, Mamis Horn zu finden? Dann hüte dich vor dem Froschkönig und seinen Handlängern. Gut, machen wir. Wer bist du denn hier? Hey du, du siehst aus, als wärst du auf den Reisen. Was verschlägt dich her? Möchtest du auch die Musik der Waldkinder lernen? Wirklich so blöd, dass die Waldmutter ihr Horn verloren hat. Hoffentlich findet sie es bald wieder. Ich möchte neue Melodien hören. Hier runter. Alle auf einmal erlegt. Ei, das nenne ich aber mal easy peasy going. Oh, hier. Abkürzung. Freischalten. Ist die Frage, wie man darüber kommt. Schon mit diesem Kreuz kann man schon auch irgendwas machen. Muss hier ranziehen mit einem Enterhaken oder so. Oh, ich wollte da hinten gegen schießen. Ach, geht gar nicht, schade. Okay, aber da komme ich nicht durch, weil... Ja, es geht auch nicht, ne? Was sind wir denn hier? Hier sind mal viele Leute. Ah, da hinten ist ein Nuss. Also hier, eine Nuss halt schon. Ein Samen! Okay. Was ist das denn hier? Oh. 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 Oh, fuck, fuck, fuck. Nein, weg hier! Wow. Oh. Ärgerlich, ärgerlich. Aber wir haben ja diesen kleinen Pfad freigeschaltet. Das heißt, wir fangen ja nicht wieder ganz von vorne an, oder?
Nein, haben wir hier noch irgend so eine kleine Abkürzung freigeschaltet? Da. Siehst du? Das ist doch. Der ist also nicht so weit. Gibt's doch gar nicht, bin ich schon wieder getroffen worden, von so einem, weil ich eine dumme Sache probiert habe. Na gut. Was ist denn hier drin zum Beispiel? Kommen wir nicht durch, okay. Kommen vielleicht raus nachher, aber rein kommen wir noch nicht. Oh Mann! Wenn man den dritten Schlag nicht richtig ransetzt, dann ist es doof. Ja. Okay, nochmal. Ganze Schoße. Oh Mann! Oh, okay. So. Schön Zeitlupe nochmal. Aber wofür ist das Ding hier unten? Kann ich gar nichts machen, ne? Gut, wie kommen wir hier bei den Pflanzen vorbei? Kann ich ihn wegbrennen? Nee. Weiß ich auch noch nicht, wie man da längs kommt. Kann ich ihn mal rausfliegen. Ach da, guck mal, das ist ein Ach, guck mal. Na, das ist ja nett. Sieht man auch gar nicht. Aber es ist ganz geil, wie sich das dreht immer so, finde ich. Hat irgendwie eine lustige Art. So, noch eine Abkürzung frei. Zwei Wege, nehmen wir mal diesen hier. Ah, schon wieder nach irgendeinem Kampf aus, wenn wir hier links gehen. Also, ja, was ist das? Ah, passiert gar nichts. Passiert bestimmt noch was, aber gerade passiert hier gar nichts. Der. Bist du nicht dran gewesen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach komm, ich kann einfach direkt aufheben. Ich glaube, ich muss die killen. Ich glaube, hier sind sie nicht. Leiter runterkommt, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. War ich noch einer? Oh, da ist noch einer. Oh Mist, dann bin ich daran gegangen. Schieß ruhig, du Affe. Und jetzt kommst du da oben runter, bitte. Nee, passiert nichts. Das muss von der anderen Seite sein. Gut, dann gehen wir einen anderen Weg. Einen anderen Weg, hoffe ich, dass wir den noch haben. Ah, hier gehen wir auf jeden Fall schon durch. Ach guck mal, hier können wir auch nochmal was freischalten. Eine kleine Abkürzung. Guck mal, sind wir direkt hier im Dorf wieder. Das ist natürlich sehr cool. Das ist immer eine fette Abkürzung dann. Gut, was kann man hier drin machen? Beten oder so? Nee. Hätte ja sein können. Gut, wir gehen jetzt hier weiter. Die freundlichen Waldleute helfen uns. Hier ist auch eine Leiter. Hätte ich gerade eben auch da längs gehen können? Wahrscheinlich.
Okay. Gut. Im Endeffekt egal. Wir haben ja unsere... unsere Abkürzung. Das muss hier natürlich noch einen anderen Weg geben. Da hinten konnten wir nicht längs, da war zu. Da können wir auch nicht längs, das ist auch dicht. Dann nehme ich den Samen mit. Da kommen wir nicht durch. Hm. Sieht sehr idyllisch aus, das Ganze, finde ich. Hat auch einen eigenen Stil, einen eigenen Charme hat das. Weiß ich nicht. Kann ich gleich beschreiben. So. Hm. Da unten längs ist noch irgendwas? Nee. Doch, da ist noch ein Weg, oder? Nee, das ist kein Weg. Gut, dann muss es ja hier weitergehen. Haben wir es hier aufgemacht? Okay. Ist sozusagen auch eine kleine Abkürzung, aber... rauf, aber da kommen wir noch nicht rüber. Da kann man sich garantiert rüberziehen mit einem Enterhaken oder irgend so ein Kram, oder? Glaube ich. Achso, warte mal. Komme ich da ran an den Samen? Wir holen den auch. Ich weiß, muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen, aber jetzt haben wir den. Das ist doch schon mal gut. So. Kommt schon ein kleiner Schnitter. Ist irgendwie auch ein süßer Name, Schnitter, finde ich. Hat irgendwie was. Hm, kleiner Schnitter, du. Da sind die Blumen natürlich ziemlich geil. Ziemlich geil. Oder geht's hoch? Ich will jetzt wissen, wofür ich, wie ich diese hier markieren kann aber, oder benutzen kann. So, bevor wir das machen, hier war noch was. Ich geh noch schnell hin. Dann sind wir mal frei. Mehr gibt's ja nicht, ne? Okay, da kann man wahrscheinlich auch irgendwie rüberkommen mit einem Supersprung oder so, ich weiß es nicht. So viele Fähigkeiten kann man gar nicht bekommen, wie ich mir gerade ausdenke, glaube ich. Aber irgendwie muss es ja passieren. So, hier zurück. Das würde ich sagen, ist doch die Pfeife, oder nicht? Du hast jetzt das Horn, ja. Die Waldmutter wird sich freuen. Okay, es sieht genauso aus wie vorher, das Ding hier. Kurz runtergehen, hier finden wir noch was. Okay, kann ich mich nur, aber ich kann hier noch kurz umgeben. Okay. Geh trotzdem mal kurz hier längs, wir haben die Abkürzung freigeschaltet da. Aber gibt es hier auch noch irgendwas?
Wow, da muss man schnell sein. Guck mal. Hier war ganz gut. Hier ist leider nichts mehr. Na gut, aber dann haben wir doch noch ein kleines Geheimnis entdeckt hier. So, bringen wir der Tante mal schnell ihr Horn. Ihr Horn. Das super Horn. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nein. Warum bin ich da runtergehüpft? Fragt man sich. Schau ich das an hier. So, da sind wir die Dorfbewohner. Und ab das Horn bringen. Mein Horn! Ich danke dir, mein gefiederter Freund. Zweifelsohne hast du bemerkt, dass dieses Land nicht mehr sicher ist, seit sich der König der Sümpfe hier breit gemacht hat. Aber ich bin so froh, dass ich mein Horn wieder habe. Wie versprochen werde ich mit dem Wald unterhalten und dann sehen wir, ob er auf deine Bitte eingeht. Das ist aber nett vom Wald. Das ist ein Affe. Affenkopf. Sehr gut. Na gut, ich glaube, das soll es aber auch gewesen sein für heute. Den Wald befreit. Und jetzt können wir richtig rein unter die Erde, um den Rest zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.